Oh, und jetzt haben wir nochmal ein E-Auto. Jetzt haben wir nochmal ein E-Auto, und zwar, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon gehabt. Und zwar das Xiaomi, den Xiaomi Speed Ultra, der ja sozusagen mit anderen Sportwagen konkurrieren soll. Den sieht man da jetzt in seiner vollen Pracht mit Farben, Innenraum etc. pp. Also da ist jetzt alles drauf. Es Und gibt einen da wird Pro, sogar es gibt einen angekündigt. Pro und einen Max. Ich finde die Genau, es gibt Namensgebung ein Pro. günstig. Ja, Ja. das ist ein bisschen witzig. Es wird da jetzt angegeben, also das heißt, er hat eine schnellere Höchstgeschwindigkeit als der Porsche. Er ist schneller von 0 von 0 auf 100 und so weiter. Oder 0 auf 200, ist jetzt wurscht. Und das Ganze soll dann umgerechnet, das wird weniger als 26.000 Euro kosten. Ja. 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 Ja, genau. Ja. Und Xiaomi will 200.000 Euro das Ja, Projekt ja, ja, finanzieren. ja, 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 Ja. ja. Passt, okay. Soll ich mir mal einen Reminder setzen für 2026, dass wir das nochmal beleuchten? Setzt da bitte einen Reminder. Nein, das wir, warte mal, am 28. März 2024 wird da enthüllt. Also da wird da der Preis enthüllt dann komplett. Also chinesischer Markt 26.000 Euro, okay, Also kann ich noch es sagen, ist aber wer jetzt so, hinkäme. der Preis ist von Analysten geschätzt. Ja. Also sagen wir so, selbst wenn dieses Auto mit dieser Ausstattung, mit dieser Leistung, wenn das 50.000 Euro kostet, wäre das noch immer im Vergleich ein Schnäppchen. Ja, aber na, 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 Also na. bei der nächsten Episode wissen wir es. Ja, na, wirklich. Na, na. Xiaomi ist langsam meine Augen ab, ist so der Ankündigungsweltmeister. Ankündigen, aber noch an irgendwas Halbgares liefern. Ich bin ja auf die ersten Crash-Tests oder irgendwas gespannt, oder? Na. Ich mache mir nicht einmal Sorgen um den Crash, das traue ich sein alles noch zu. Das ist ja alles noch machbar heutzutage. Aber ja, es wäre schon. Also rein hypothetisch, das würde stimmen. Und die würden das wirklich außerbringen. Da musst du ja fragen, was haben die anderen gemacht? Ja. Also, das wäre dann die Frage. Die wollen 200.000 Stück davon im Jahr produzieren. Wie viel Teslas werden in Brandenburg produziert pro Jahr? Ich habe keine Ahnung. Was wollen die in der Gigafactory produzieren? Was wollen die außerbringen, da in Grünheide? Die Webseite funktioniert nicht, jawohl. Stellenangebote anzeigen, das interessiert mich. Supervisor, Instandhalter, ein Betrieb. Also, ich meine, Tesla hat einmal die Produktion für 2 Wochen gestoppt. Ja, weil es gebrannt hat. Genau. Ah, Tesla will die Produktion. Da habe ich jetzt was gefunden. Millionen. Tesla will die. Na, warte mal. Tesla will die Das ist von Produktion. 2023. Na, ich war von 2024. Okay. Tesla stellt seit März 2022 E-Autos her. Das ist vom RBB. Dort arbeiten rund 11.500 Beschäftigte. Tesla will die Produktion in Grünheide von angepeilten 500.000 Autos im Jahr mit dem Ausbau auf 1 Million im Jahr verdoppeln. Derzeit stellt das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 250.000 Fahrzeuge jährlich her. Also das heißt, wir sind von die 500.000 weit entfernt Ja. und von der Million brauchen wir gar nicht reden, die werden eh nie da gebaut werden. Na, eben weil die Erweiterung sowieso voraussichtlich nicht durchkommen wird. Ja.
Also Tesla ist bei 250.000. Tesla tut seit 10 Jahren Autos bauen und produzieren. Die haben Gut, die haben natürlich auch ein Handicap. eine maximal optimierte Produktion mittlerweile. Die haben 10 Jahre Erfahrung, die sind maximal optimiert. Ja, aber die Xiaomi haben ein fängt jetzt Handicap. an. Ja, Tesla hat ein Handicap. Ja, Elon Musk. Genau, ja. Aber sagen wir so, ja, es wäre ist eine gute Frage. Also wenn das jetzt wirklich stimmt und die machen das, dann musst du Da wirklich muss ich die fragen, fragen. was haben die europäischen Hersteller getan, die letzten. Na, was hat jeder andere Hersteller auf der Welt gemacht? Also das musst du dann einfach so hinstellen und sagen, okay, wie geht das? Wenn die aus nichts 200.000 Autos pro Jahr produzieren, das heißt Außenstand ein Fünftel von dem, was, glaube ich, BYD macht, 1 Million Autos pro Jahr. Ja, gut, BYD ist einer der größten, klar. Ja, aus dem Stand außer ein Fünftel. Dann muss ich die fragen, was haben die anderen eigentlich gemacht? Ja, vor allem, wenn dieser Preis auch nur ansatzweise so Ja, stimmen und sollte. lass man auf 50.000 Euro Ja, gehen. eh. Ja. Dann muss ich eigentlich sagen, okay, ich meine, gut, das Problem natürlich, was viele Sportwagenhersteller haben, ist einfach mit den Elektroautos sowieso, dass die halt alle so performant sein. Ja, na, das schon, ja. Das kommt ja da sowieso dazu. Meine, eins, was sie auf die Fotos haben, sie haben schöne Farben. Ich finde das Auto generell schön. Also mir gefällt es. Also Das Auto ist auch sehr schön. Also ist ein schönes das, Auto, ja. wenn das wirklich so stimmt, ja. Ja, nein, ist ein schönes Auto. Mir gefällt er. Also würde ich mal kaufen. Also es ist halt jetzt nicht praktisch, aber wahrscheinlich. Aber um von A nach B zu kommen, natürlich ganz nett. Aber Ganz nett. ja, mein Fahrradl kriege ich halt da in den Kofferraum nicht eine. Aber ein paar Kisten Bier gehen sich aus. Das ist natürlich Ja, wichtig. ich bin ja Österreicher. Das ein paar Kisten Bier ist wichtig, ja. Na. Xiaomi glaube ich nichts mehr. Einfach, nennen wir es Einfach nah. einfach na. Haben wir das letzte Mal auch schon gehabt. Ich glaube Xiaomi einfach nichts mehr. Xiaomi bringt Sachen aus, die auf den ersten Blick nice ausschauen. Und dann schaust du die Details an und dann siehst du, es ist halbgar, nicht fertig. Oder wird softwaremäßig einfach im Stich gelassen, weil Xiaomi arbeitet nach einem anderen Prinzip. Die hauen einfach Masse aus, bringen ein Nachfolgemodell. Hauen Masse aus, bringen ein Nachfolgemodell. Hauen Masse aus, bringen ein Nachfolgemodell. Das ist ihr Prinzip. Damit machen die Knädel ohne Ende. Und Ja, das ist Xiaomi, ja. Das das ist ist das. Na, ich habe da meine Zweifel, ob das überhaupt nur im Ansatz außerhalb von China ankommen wird. ich meine, hypothetisch, sagen wir, die schaffen wirklich diese Zahlen zu bauen, diese Produktionszahlen. Dann müssen sie es außerhalb verkaufen, weil sie einen viel besseren Preis dafür kriegen. Also das müssen sie dann machen, rein von der Logik her. Okay, nachher nennen wir vielleicht noch ein paar Märkte hinzu, die nicht reguliert, nicht sonderlich stark reguliert sind. Nennen wir noch vielleicht ein paar andere, nennen wir vielleicht noch den russischen Markt dazu, nennen wir vielleicht noch südamerikanische Märkte dazu. In Europa und Nordamerika keine Chance. Xiaomi muss da Auflagen erfüllen. Für Autos, die neu auf den europäischen Markt verkauft werden, ab Juli gelten Bedingungen schon allein für die Softwareintegrität an sich im Auto. Das heißt,
Auto, die Software im Auto darf nicht hackbar sein. Also da gibt es eine eigene, da habe ich eh hierzu einen Artikel gelesen, dass VW sogar einige Modelle jetzt aus dem Programm nimmt, weil sie, für, das sind Modelle, die bauen sich so seit 3 Jahren, so ein Passat und so weiter und so fort, und die werden jetzt einfach nicht mehr verlängert, die Modelle, die werden nicht mehr, die kriegen einen Nachfolger, aber die Modellreihe aktuell läuft aus, weil sie die EU-Vorlagen nicht erfüllen können, was die Softwareintegrität angeht. Weil sie da, ja, weil gut, es viel Geld wäre, weil da geht es nicht nur um die Softwareintegrität vom Auto an sich, sondern auch schon im Zuge der Produktion muss das gewährleistet sein, dass da kein Schindluder getrieben wird oder Man in the Middle oder was auch immer. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Xiaomi bei einem angepeilten Preis von 50.000 Euro das auf dem Schirm hat, die europäischen und nordamerikanischen Vorgaben, und man kann über die USA schimpfen, wie man will, aber die haben schon auch Regularien. Ja, ja. Da darf man auch nicht jeden Scheiß verkaufen. Die sind sogar, und das willst du in den USA auch nicht, weil sonst hast du sofort eine Klage am Hals. Ich trau das sogar Xiaomi, traue ich denen sogar zu, dass sie das alles hinbringen. Das ist mir sogar, das sehe ich gar nicht als Problem. Ich glaube einfach eher, dass das, man hat das Auto ja, glaube ich, sie haben es schon mal gezeigt, aber man hat das halt noch nie in Massenproduktion gesehen. Und ob diese ganzen Variablen, die da angeführt werden, ob die in der Realität auch alle standhalten, das ist einfach, das ist halt die Frage, was ich habe. Ja, das sind Zahlen. 265 km/h, 0 auf 100. Weißt du, da geht es auch. Stimmt die Reichweite, die sie versprechen? Stimmt der Preis? Schaut das Auto dann in echt so, also ist das dann auch so zusammengebaut oder fliegt man da die Tier raus? Wie sind die Spaltmaße? Ja, gut, das ist noch ein anderes Kapitel. Ich meine, die sind bei Tesla schon furchtbar. Ja. Und waren furchtbar, mittlerweile ist ja, gut. Sei noch immer furchtbar. Nein, mittlerweile ist gut. Also schaut da Videos zum Cybertruck und das ganz. Ich glaube, Cybertruck ist nochmal eine unrühmliche Ausnahme, aber Remaster vom günstigen Modell, wie heißt da? Sein Stiegsmodell da. Model 3. Model 3, der ist jetzt neu aufgelegt worden, der hat ja ein Facelift gekriegt. Da soll es gut sein. Also. Ja, ich bin da, es gibt halt generell, dass, ich meine, Tesla hat da angekündigt, sie wollen jetzt in Zukunft Autos nicht mehr servicieren müssen. Was ja an sich ja eigentlich einen guten Ansatz findet, wenn man ein Auto baut, wo Verschleißteile auf ein Minimum reduziert werden. Ja, ich glaube leider nicht, dass es realistisch ist, weil für Tesla ist halt auch Ankündigungsweltmeister. Ja, für Bremsen wird es nicht funktionieren, aber bei Motoren kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Ich meine, mir ist schon klar, warum Tesla auf das verzichten will, weil sie haben kein Werkstattnetz. Ja. Das ist natürlich auch Grund, und ja, sagen wir so, natürlich kannst du damit ein paar Kosten ersparen. Ja. Aber sagen wir so, im 4 Tag wissen wir mehr. Okay, du wirst uns auf dem Laufenden halten. Eventuell. Gut. Nicht hundertprozentig, aber eventuell.